Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Mario Odyssey Video. Und heute, aufgrund meines gestrigen Videos, versuche ich in das Bild, was oben bei Peach Castle drin ist, also das Bild von Peach, das Porträt, da versuchen wir heute reinzukommen. Natürlich, auf normalem Wege kommt man da nicht rein, das ist mir klar. Aber es ist schon seit Mario 64 halt so eine Theorie gewesen, beziehungsweise so ein Mythos, der natürlich nie gestimmt hat. Und auch jetzt, warum sollte Nintendo hinter dem noch irgendwas verstecken? Nintendo ist ja schließlich nicht From Software und Mario Odyssey ist auch kein Dark Souls. Aber mit dem Glitch, den ich euch gestern gezeigt hatte im Tutorial, womit man durch Wände gehen kann, durch einige Wände wohlgemerkt, will ich einfach mal die Regel brechen und durch dieses Bild mich versuchen durchzuglitschen. Und zwar erstmal habe ich mir gedacht, als kleine Extra-Challenge versuche ich aufs Dach zu kommen ohne die Treppe. Und das ist relativ einfach, Leute. Das sollte jeder von euch schaffen. Es ist wirklich nicht schwer. Und dann, Leute, kann ich euch sagen, ich habe gestern Abend hier wirklich 2 Stunden probiert, mich da rein zu glitschen, mich da rein zu buggen. Und es ist unmöglich. Und da seid ihr jetzt gefragt, Leute. Ihr seht es hier die ganze Zeit. Ich versuche die ganze Zeit wirklich mit diesem Glitch und wirklich, ich habe danach nochmal, ich war extra nochmal im Snow Kingdom, habe nochmal geprüft, ob ich den Glitch auch wirklich richtig durchführe. Und da habe ich gleich First Try, bin ich durch die Wand geflogen. Daran liegt es nicht. Und das zeigt mir auch, dass man mit dem Glitch, mit Roll Cancelling, nicht durch jede Wand kann, sondern nur durch bestimmte. Und ich habe versucht, wirklich mit irgendwelchen Mitteln da durchzukommen, aus allen Winkeln. Es wirklich 2 Stunden probiert. Es gibt im Mushroom Kingdom 1, 2 Glitches, mit denen man unter die Map kann, mit dem Roller. Aber ansonsten gibt es da nichts. Und da kommt ihr ins Spiel, Leute. Ich wollte euch fragen, als meine Community, als ein Teil der Mario Odyssey Community, schaffen wir es, einen neuen Glitch in Mario Odyssey zu finden, mit der Technik, mit Roll Cancelling oder mit dem Roller irgendwie, am besten, wenn es geht, in das Schloss uns reinzubacken, ohne dass wir den Haupteingang nutzen. Sozusagen, dass wir im Schloss sind, aber immer noch draußen sozusagen. Weil das Innere vom Schloss wird erst geladen, wenn man durch den Haupteingang geht. Und ich will in das Schloss mich sozusagen reinbacken, mit dem Glitch oder mit einem anderen Glitch. Und ich habe es wirklich probiert, mehrere Stunden gestern. Ihr seht es hier die ganze Zeit eingeblendet, wo ich versucht habe, mich durchzubacken mit dem Glitch. Aber ich habe bis jetzt nichts geschafft, Leute, wirklich. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn nicht nur ich alleine es probiere, sondern vielleicht noch 100, 200 Leute von euch es noch probieren, dann finden wir bestimmt was, Leute. Und wenn jemand von euch einen geilen Glitch gefunden hat, beziehungsweise irgendwas geschafft hat, dann bitte ich dich darum, es aufzunehmen. Mit der Nintendo Switch habt ihr so eine Aufnahmefunktion und dann könnt ihr es auch da gleich auf Twitter teilen und dann mich markieren. Und ich werde den Glitch zu 100% hier in dem Video vorstellen, wenn er dann geil ist. Ich bin mal gespannt, was wir so auf die Beine stellen können. Ich wollte sowas schon länger mal machen, gerade im Mushroom Kingdom. Das ist wirklich, map-technisch hat Nintendo da wirklich eine geile Arbeit geleistet. Es gibt wirklich nur diesen einen Glitch, wo man an diesem Baum mit dem Tanuki-Schwanz mit dem Motorroller reingehen kann. Aber ansonsten gibt es dort wirklich fast gar nichts an Glitches. So, und zum Abschluss des Videos habe ich noch eine Challenge für den guten Akata. Letztes Mal hatten wir ihm ja den Glitch gegeben im Snow Kingdom, wo ich 4 Stunden gebraucht habe, wo er auch 4 Stunden gebraucht hat. Und heute habe ich einen anderen Glitch. Und zwar, der gute Akata muss in Videoform festhalten, wie er im Cascade-Königreich, bevor die Brücke unten ist, den allerersten Mond, der in dem Stein gefangen ist, den muss er holen. Und zwar, jetzt kommt, Leute, haltet euch fest, halte dich fest, guter Akata, ohne den Stein zu zerstören. Und da denken sich jetzt alle, wie soll das möglich sein? Aber, Leute, ich kann euch garantieren, es ist möglich. Man kann diesen Mond kriegen, ohne den Stein zu zerstören. Und das ist die Challenge. Das ist das Rätsel, das gebe ich Akata mit, das muss er in Videoform festhalten. Ich bin damit raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.